Hallo und herzlich willkommen bei Derailer.de. Wir schauen uns nun eine Aufgabe zum Funktionsverständnis an. Und zwar haben wir diesmal eine ganz rationale Funktion zweiten Grades. Und von dieser wissen wir, sie hat einen Tiefpunkt bei minus 1, minus 4. Und es gibt einen weiteren Punkt, von dem wir wissen, die Funktion geht da durch, nämlich der Punkt Q, 2 und 5. Ja, es ist immer die gleiche Herangehensweise, ganz rationale Funktion zweiten Grades. Das heißt, die müssen wir erstmal allgemein schreiben. F von x gleich. Nun, wir wissen, der höchste Exponent ist in dem Fall x². Das heißt, ax² plus bx plus c wäre die allgemeine Formel dieser ganz rationalen Funktion zweiten Grades. Und dadurch, dass wir einen Tiefpunkt haben, wissen wir auch schon, wir brauchen irgendwann mal die Ableitung. Leiten wir es also auch direkt gleich ab. F' von x. Nun, die ax² abgeleitet, die 2 kommt nach vorne, also 2ax. Bx abgeleitet bleibt b. Und c fällt weg. Und jetzt können wir schauen, wir haben hier drei Variablen, die wir nicht kennen, a, b und c. Das heißt, wir brauchen drei Bedingungen, dass wir auch das lösen können. Nun, dieser Tiefpunkt, das wissen wir als allererstes ja, okay, das ist schon mal ein Punkt, wo die Funktion durchgeht. Das heißt, wir wissen, f von minus 1 ist minus 4. Weil der Tiefpunkt ist ja nicht nur ein Tiefpunkt, sondern generell auch ein Punkt, bei dem die Funktion einen Wert annimmt. Und dadurch, dass wir noch wissen, dass es ein Tiefpunkt ist, wissen wir auch, dass die Ableitung an dieser Stelle, also f' an minus 1, die Ableitung beim Tiefpunkt, waagerechte Tangente, also 0 sein muss. Also jetzt fehlt uns noch eine einzige Bedingung, nämlich die können wir diesen Punkt bestimmen, das ist nämlich gerade die Funktion an der Stelle 2, den Wert 5 annimmt. Und schon haben wir die drei Bedingungen, die wir brauchen, die können wir jetzt direkt einsetzen. F von minus 1 gleich minus 4, das heißt, ich setze hier für x minus 1 ein. Das heißt, hier steht a mal minus 1 hoch 2, ich schreibe es mal ausführlich hin, mal minus 1 hoch 2 plus b mal minus 1 plus c wäre minus 4. F' von minus 1 gleich 0, das heißt, ich setze hier minus 1 ein, das heißt, hier bleibt minus 2a plus b gleich 0. Und die dritte Gleichung, f von 2 gleich 5, setze ich hier also 2 ein in f von x. Das heißt, da steht a mal 2 ins Quadrat, also in dem Fall 4a, plus b mal 2, also plus 2b, plus c, und insgesamt muss das 5 ergeben. Nun, diese obere Gleichung können wir noch vereinfachen. A mal minus 1 hoch 2, das ist einfach, minus 1 hoch 2 ist plus 1, also einfach A. B mal minus 1 ist minus B. Plus C gleich minus 4. Und jetzt haben wir genau drei Gleichungen mit drei Variablen, also im gleichen System, das wir lösen müssen. Da wir, dass wir hier das C schon weg haben, können wir wieder Einsetzungsverfahren nehmen. Das heißt, ich löse diese Gleichung mit einer Variablen auf. Bietet sich ja an, B zu nehmen. Ich mache die 2a rüber, das steht also da, b gleich 2a. Und das kann ich natürlich in den anderen beiden Gleichungen einsetzen. Also es steht dann da, wenn ich b gleich 2a hier oben einsetze, a minus b, b ist in dem Fall 2a, also a minus 2a plus c gleich minus 4. Und die untere Gleichung, wenn ich da 4a habe, plus 2b, also plus 2 mal 2a, also plus 4a, plus c, gleich 5. Vereinfachen wir das noch. A minus 2a ist minus a, also minus a plus c gleich minus 4. Und hier steht 8a plus c gleich 5. Nun könnten wir Additionsverfahren machen, aber bleiben wir konsequent. Und können auch wiederum nach einer Variable auflösen. Sagen wir, wir lösen nach c auf. Das heißt, hier steht c gleich minus 4 plus a oder a minus 4. Was ja das gleiche ist. Setzen wir es hier unten ein. Steht also da 8a plus a minus 4 gleich 5. 9a. Ich mache hier plus 4. 5 plus 4 ergibt 9.
teile ich durch 9, dann wissen wir, a ergibt 1. C ist dann nicht mehr schwierig, das setze ich hier oben ein. C ist also 1 minus 4 minus 3. Und B ist 2a, also 2 mal 1 ist 2. Damit habe ich die drei Variablen bestimmt und kann die allgemeine Form hinschreiben. F von x ist also ax², also 1x², die 1 können wir weglassen, plus bx, also in diesem Fall plus 2x, und dann plus c, also minus 3. Das heißt, die gesuchte ganz rationale Funktion zweiten Grades, x² plus 2x minus 3. Man hätte es alternativ auch ein bisschen anders machen können. Wir wissen, eine ganz rationale Funktion zweiten Grades ist eine Parabel. Und wenn ich hier habe einen Tiefpunkt von der Parabel, das wissen wir, das ist der Scheitelpunkt, weil es kann ja nur einen Tiefpunkt geben oder generell nur einen Extrempunkt. Und da hätten wir anhand dieser Form mit der Scheitelpunktform das auch bestimmen können. Das wäre eine Alternative gewesen, aber systematisch es zu machen, funktioniert natürlich genauso. Dankeschön.